In diesem Video nehmen wir euch mit nach Flandern und zeigen euch die Hafenstadt Antwerpen. Der Nationalpark hat uns auf alle Fälle gut gefallen. Der Weg hoch zu dem Aussichtspunkt war ein bisschen steil und anstrengend, gerade auch weil es heute ein sehr heißer Tag ist. Aber es hat sich auf alle Fälle gelohnt. Und jetzt sitzen wir wieder im Auto und jetzt geht's für uns als nächsten Stopp nach Antwerpen. So, wir sind jetzt am Wasserbus angekommen, der uns jetzt hier vom Parkplatz aus rüber nach Antwerpen bringt. Und genau, wir haben jetzt hier geparkt und jetzt geht's mit dem Wasserbus rüber. Die Preise weiß ich gerade noch nicht, blende ich euch dann aber ein. Und dann sind wir gespannt, was Antwerpen so zu bieten hat. Hier auf der Karte seht ihr markiert den Parkplatz, wo auch die Bootsstation liegt, und insgesamt sind es dann 40 Minuten Fahrt, bis man zur Innenstadt direkt nach Antwerpen kommt. So, wir sind mittlerweile in Antwerpen angekommen und die Busfahrt mit dem Wasserbus hat jetzt 5 Euro pro Person gekostet und ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Jetzt sind wir hier gerade mitten im Zentrum, am schönsten Platz Belgiens. Hier ist leider eine große Baustelle, aber ansonsten wirklich sehr, sehr schön die Häuser hier. Und jetzt schauen wir uns hier ein bisschen um. Wir waren eben am Anfang im Visitor Center. Von dort aus kann man hoch auf so einen Rooftop und hat einen kleinen Ausblick auf den Fluss und auch auf die Stadt. Und genau, jetzt geht's erstmal weiter. Die Stadt Antwerpen ist durch ihren großen Seehafen, der der zweitgrößte Europas ist, von internationaler Bedeutung. Außerdem ist sie weltweit das wichtigste Zentrum für die Verarbeitung und den Handel von Diamanten
Und wir finden extrem schön, wie prunkvoll die Innenstadt ist und es gibt wirklich wahnsinnig viel zu entdecken. Auch ein sehr großer Bereich ist voller Restaurants und Bars. Hier kann man wirklich toll durch die Stadt schlendern und es sich richtig gut gehen lassen. Beim Besuch von Belgien darf natürlich nicht fehlen, belgische Pommes auszuprobieren und wir haben dafür den Pommesladen Frittenmax gefunden. Und hier haben die Fritten wirklich gut geschmeckt. Es hat zwar ein bisschen Salz gefehlt, aber ansonsten echt eine Empfehlung. So, wir sind jetzt kurz über die belgische Grenze nach Holland rüber gefahren, denn hier gibt es einen kleinen süßen Campingplatz, wo wir jetzt die Nacht verbringen werden und der ist wirklich auch total perfekt angelegt, hat ein paar Stellplätze und ja, kostet so um die 17 Euro pro Nacht, Duschen kostet nochmal extra, aber wir fühlen uns hier auf alle Fälle wohl und richten uns jetzt ein. Morgen aus Holland. Wir haben hier gut geschlafen auf dem kleinen Campingplatz und ja, wir wollen heute an die Küste fahren. Vielleicht erstmal an die niederländische Küste, aber dann auch später an die belgische. Und eigentlich steht heute auf dem Plan, auf jeden Fall auch noch Brügge anzugucken. Mal gucken, wie wir das alles so schaffen. Aber wir haben wieder herrliches Wetter und haben eben gefrühstückt. Und jetzt packen wir alles zusammen und dann geht's los.